Die Bustouristik Scherzer ist jetzt auf dem RDA-Workshop. Begrüße Herrn Esser, Vorstand vom RDA. Herr Esser, in jetziger Zeit, in der Pandemie, wie schwierig ist es denn überhaupt gewesen, diese Messe ins Leben zu rufen? Naja, das ist schon eine richtige Herausforderung. Also alleine schon, wir haben normale Hygieneregeln, wir haben riesige Abstände, wir haben Wege, die in unterschiedliche Richtungen jetzt auch markiert sind. Wir haben hier auch Kontrollen durchs Gesundheitsamt. Wir müssen die Adressen vorher erfassen, jeden Besucher vorher erfassen. Wir haben eine Maximalanzahl von Personen, die gleichzeitig in der Halle sein dürfen. Das muss auch erfasst werden. Wir haben bestimmte Lüftungskonzepte. Wir haben ein einziges Standkonzept, was dann entsprechend auch abgenommen wurde, also was im Grunde zertifiziert wurde dafür. Alles, die ganze Handschrift ist identisch, muss alles ganz clean sein, so ist eigentlich der Begriff. Es muss alles nachvollziehbar für Gesundheitsbehörden sein. Im Falle einer Infektion, Ketten müssen nachvollzogen werden. Das ist schon ein ganz erheblicher Aufwand, ganz erheblicher digitaler Aufwand. Wir haben eine riesige Unterstützung durch die Kölnmesse bekommen. Die Kölnmesse hat hier alles möglich gemacht. Wir sind hier in der Halle 8. Die Halle 8 ist mit modernsten Displays, wie Sie sehen, ausgestattet. Man hat uns das alles zur Verfügung gestellt, weil natürlich auch der Standort Köln als Top 5 Standort überhaupt in Europa ein maximales Interesse hat, dass wieder losgeht. Wir haben jetzt das Problem auch der steigenden Fallzahlen, das ist aktuell ja da. Und trotzdem ist es gelungen, diese Veranstaltung so durchzuführen. Das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Der RDA Workshop ist die touristisch erste und einzige Messe in diesem Jahr in Deutschland, die stattfindet. Wir haben jetzt, glaube ich, aktuelle Ausstellerzahl so um die 140 rum und es werden ca. 600 Besucher erwartet, die angemeldet sind. Wie sind Sie da mit den Zahlen so zufrieden? Naja, es ist natürlich überhaupt nicht das, was ein RDA normalerweise bringt in der normalen Zeit. Das ist dann viel, viel größer, was wir haben. Wir haben also normalerweise in Friedrichshafen 350 Aussteller, dann haben sie in Köln so um die 600. Einige machen beide Veranstaltungen. Sie haben in Friedrichshafen 1500 Fachbesucher, sie haben in Köln 3500. Also entsprechend haben wir nur ein Teil dessen erreichen können, was tatsächlich normalerweise beim RDA ist. Aber mit dem Signal, was wir setzen wollten, dass es auch wieder losgeht, dass wir ja einheitliche Regelungen haben, beispielsweise jetzt in Ländern, dass die Angleichung stattfindet, dass man mit Masken fahren kann, dass auch wieder einfache Busreiseverkehre stattfinden. Das ist ein riesen wichtiges Signal, dass wir zurück zur Normalität kommen, dass wir uns ein bisschen auch gedanklich lösen aus der Problematik, die nicht vergessen, aber auch wieder über das bustouristische Produkt nachdenken, über die schönen Ziele, die wir haben, über die guten Fahrzeuge, dass die Firmen wieder langsam Mut fassen. Es gibt also ganz, ganz viele große Schwierigkeiten, auch mentale Schwierigkeiten, die sind einfach da, die müssen weg und da soll das ein Signal sein. Und wie ich finde, ist uns das dieses Mal ganz gut gelungen. Wir sind ja schon mal einmal durch die Messe gegangen. Wir haben einige sehr positive Stimmungen schon gehört. Die sagen, ja, 2021 läuft, schaut bombig aus. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass uns Busunternehmer sagen, du, wir haben jetzt zwar eine Förderung bekommen, dieses 170 Millionen Euro Paket, wo wir ja in Berlin schwer gekämpft haben dafür, vor allem der RDA da im Einsatz war. Jetzt merkt man, das ist zu wenig und Baden-Württemberg hat einen Schritt jetzt getan. Sie fördern den Reisebus nochmal ab 1. September mit 22.500 Euro als erstes Bundesland. Wie steht der RDA dazu? Naja, ich denke, das ist sehr nachahmungswürdig, so ein Programm von anderen Ländern auch. Natürlich kann es für jeden Busunternehmer eine sehr wichtige Option sein, auf ein solches Programm zurückgreifen zu können. Und es gibt auch gar keinen Grund, warum andere Länder das nicht machen. Der Bus hat eine ganz wesentliche Funktion, die ist auch in meinen Augen sehr gut vorgetragen worden, hier vom Landesverband WBO, der da federführend bei diesem Programm ist. So, und das kann doch auch nachgeahmt werden. Warum denn nicht? Es wird hier, werden Arbeitsplätze gesichert. Der Bus ist ganz besonders betroffen. Der Bus ist elementar für die Verkehre, egal für welche. Das ist Ihnen genauso bewusst wie uns allen auch. So, und dann kann die Politik so etwas machen. Und wie man hört, wollen andere Länder das auch machen. Und wir versuchen, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass das möglichst natürlich in allen Ländern kommt. Ob das nachher so sein wird, weiß ich nicht. Wir werden es versuchen. Also wir haben schon ein bisschen gehört, weil wir im Bayerischen Landtag ja auch schon zu Besuch waren. Da hat man uns gesagt, wenn Baden-Württemberg sowas kann, dann steht Bayern sicherlich nicht dahinter. Also hoffen wir, dass das noch mehr werden. Und ich wünsche jetzt für den RDA, auch für den morgigen Tag, noch weiterhin viel Erfolg, dass die Besucher auch zufrieden rausgehen und bedanken uns auch erst recht herzlich, dass sie die Messe gemacht haben, dass sie sie durchgezogen haben, weil das ist ein ganz wichtiges Signal, das Bustouristik weitergeben wird in jeder Form.
Danke fürs Gespräch. Danke. Okay. Ja.